Ahoi, Leute. Und willkommen zurück zu einem neuen Display. Wir spielen ein Spiel, was wir schon kennen, praktisch. Weil ich das verstanden habe, also teilweise. Und wie man im Intro unschwer erkennen kann, handelt es sich um einen Teil. Na, das kommt noch nicht. Ich glaube, man könnte es jetzt erkennen. Wer könnte das nur sein? Eine Dame mit zwei Pistolen. Okay, ein Begräbnis. Wir sind ja im letzten Teil gestorben von dem Spiel. Wir sind Lara Croft. Once and... Okay, so schon kann ich es nicht lesen, von dem, was so klein war. Ja, im letzten Teil von Tomb Raider. Wir spielen Tomb Raider Chronicles im fünften Teil, der aber, soweit ich es verstanden habe, auf Leveln basiert, die wir schon gespielt haben. It's a sad day, Winston. She will live on forever in our hearts. Surely, Winston. And for this is but a memorial service. There may yet be news from Von Croy in Egypt. Indeed. We can only hope and pray that she may yet return to us. But I fear Von Croy digging in the hopes of discovering her alive may only be met with black reality. Indeed, indeed. Okay, Von Croy sucht noch nach uns. Wir spielen Tomb Raider Chronicles, habe ich schon gesagt. Neues Spiel. Ah, muss ich reinklicken? Ja, ich muss nochmal reinklicken, extra super. Der innere, direkt in diese Cutscene. Okay, rote Augen an, an irgendeinem Wildschwein an der Wand. Ich kann legit nichts erkennen, es ist viel zu klein, viel zu dunkel. Indeed, my friend. Even the heavens cry out. Ah, the Philosopher's Stone. One of Lara's early conquests, and one of her most challenging pursuits, if my memory serves me. And Rome still bears the scars of that little episode. Ah, she was never one for diplomacy, Lara. But she certainly knew how to paint the town red. Well, god darn, ain't she just a picture? Ah. The charming Mr. Larson. Has Pierre let you off the leash? Talking of which, where is our learned friend? Oh, he's around. You got the cash? I've got the cash, but I don't deal with the monkey. Well, now that ain't polite for a lady. Even if the monkey has the Mercury Stone. Lucky I'm in a generous mood. Ah, crawled out from under your rock, I see. No need for unpleasantries, Miss Croft. I'm afraid I must, once again, relieve you of your burden. Easy come, easy go. Was zur Hölle? Ich glaube, die Wende ist tot. Das sah nämlich sehr, sehr schnell stoppend aus und ich glaube, das überlebt man nicht. Ja. Darf ich jetzt reden wieder, Spiel? Jetzt haben wir mal wieder unsere normale Kleidung an. Also wie ich das verstanden habe, basiert das auf Leveln, die wir aus den alten Teilen schon kennen, also 1 bis 4. Das hier ist ja der fünfte und das ist jetzt ein Zusammenschnitt von verschiedenen Leveln. Aber es kann natürlich sein, dass sie jetzt irgendwas geändert haben. Lara sieht ein bisschen anders aus, finde ich. Hier durch den Wind wieder durchpfeifen. Story ist noch genau dieselbe beschissene. Aber ich habe mir gedacht, das Spiel soll relativ kurz sein. Das heißt, ich ziehe das einfach mal vor den anderen Projekten, die ich vorhab. Weil, ja, dann komme ich ein bisschen weiter. Ich hoffe immer, dass Assassin's Creed bald aufhört, aber ich bin da mittlerweile schon irgendwie
6 Wochen im Voraus und immer noch kennen sie sich so wirklich. Okay, ist ziemlich verwinkelt hier alles. Gefällt mir nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Okay, gut, der Winkel ist schon mal derselbe. Was denn? Wo ist denn hier? Also wie fühlt sich das Spiel komplett anders an? Also, man hat jetzt so eine Kamera shaken, wenn man läuft. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Ja. Ich erwarte, dass hier irgendwelche Leute kommen. Okay. Au. Oh. Meine Fresse, ey. Was ist denn los? Direkt kommst du schon runter und will mich fressen. Können wir es die Einstellung ausstellen? Okay, wenn man Escape drückt, beendet sich das Spiel einfach. Geil. So, ich habe es mal nachgeguckt im Internet. Ich muss das Spiel auf 1600x900 stellen, ansonsten crasht es. Danach kann ich es vielleicht nochmal zurückstellen, aber das würde ich jetzt nicht riskieren. Deshalb würde ich das einfach nach dem Party mal probieren, wie es dann aussieht. Das ist, dass der Hund hier kommt, das heißt, ich kann besser ausweichen. Und wir können jetzt speichern. Jetzt sieht man natürlich wieder meinen Desktop. In gelb, warum auch immer. Hier waren wir schon, glaube ich, in der Ecke. Na? Ja. Ne, waren wir nicht. Okay, also das ist nicht das Level, was wir gespielt haben, aber... Okay, das ist so ein Ding. Okay, Lara sieht ein bisschen anders aus. Also, gefühlt wirkt sie so ein bisschen gestreckt. Ein bisschen schlanker um den Kopf rum, finde ich. Da braucht man einen Schlüssel für, den haben wir noch nicht. Wir können erstmal zum Start nochmal gehen. Das ist ja noch dieser Opera Backstage Eingang. Ist hier noch irgendwas, was ich tun könnte? Also ich würde mal tippen, dass es hier runter geht irgendwann. Okay, das habe ich gleich hier gerade aufgemacht. Okay, das sind die neuen Insektenschwärme. Habe ich gelernt, aber das Ding ist jetzt hochgegangen, ne? Das heißt, hier könnte ich hingucken, aber ich will erstmal in den Opera Backstage Bereich gehen. So, das Spiel nehme ich natürlich auch wieder im Voraus auf, aber nicht ganz so weit, wie ich es mit... Ja, danke, ich weiß. Aber nicht, dass du es mir sagst. Also, tatsächlich nicht. Weil irgendwie, ich glaube, Teil 4 hatte gar kein Tutorial, oder? Also, der doch hatte es, doch, ja klar. Ja, ich mach's nicht. Ja, also, Teil 4 hatte ja doch klar, dass mit Werner von Kreiders, wo wir die jungen Lehrer gespielt haben, als Tutorial. Now let's try a longer leap. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward and jump together. Ja, aber ich kann es einfach so machen, wie ich es mache. Also, ich finde das gerade so ein bisschen komisch gemacht. Also, warum ist das hier so eingebaut? Ah, da ist ein HP drauf, wie will ich haben. Willst du da nicht hochklettern, oder? Hallo? Warum nicht? Erkläre dich bitte. Ich würde mich da sogar festhalten können. Ich mach das so richtig oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Schade. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch? And now for the big jump. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward and jump together. When in midair, hold action to grab onto the ledge. Okay, das ist anscheinend nur das Tutorial, was ich gerade mache. Interessant. Haben wir schon mal 9 To perform a sideways somersault, press left and jump. Sideways somersault, okay. Ist doch knapp. Ach nö. To monkey swing, jump straight up at the bars and press and hold action, then push forward. Okay, ich bin verstehend, was ich hier machen soll, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach nur hochklettern, also... Da oben lang, ja. Und ich habe halt gedacht, ich muss an das Seil springen. Jetzt habe ich gesagt, oh nein. Was haben wir hier Schönes? Okay, hier ist einfach nur der... Falls wir hier runterfallen würden. Ich kann ja hier auch wieder hoch, oder? Okay, mal diesen Sprung... Okay. Ich dachte, man bleibt da stehen. Wenn man diesen Sprung verkackt, dann kann man das hier zum Glück wieder direkt neu. Also kann man hier direkt hochklettern. Muss den Sprung nochmal versuchen. Ist ganz gut gemacht fürs Tutorial.
Wir brauchen das Tutorial eigentlich ja nicht, weil wir haben ja schon ein oder zwei Minuten Tutorial gespielt. Vor allem, warum soll ich denn diesen Sprung machen? Ich kann auf hier ganz normal rüberspringen. Die Kamera, wenn die sich plötzlich ändert, das gefällt mir auch nicht so gut. Ist da über uns irgendwas? Ist das grüne? Ja doch. Wie komme ich da hin? For me to climb this wall, stand next to it and press forward and action together. Keep hold of action and push up to climb the wall. To climb around corners, just keep pushing in the desired direction. Ah, okay, jetzt. For me to crawl, hold down crouch and now push forward. Ja, machen wir, aber erst mal nachdem ich gespeichert habe und diesen Sprung auch mache. Denn ich will diesen ganzen Quatsch hier haben. Ja, man kann jetzt loslassen, während man um die Ecken geht. Das hat mich ja vorher immer gestört, dass das nicht geht. Aber jetzt wird die Animation durchgeführt und man ist dann anscheinend auch da. Weil vorher ist man, glaube ich, einfach direkt runtergefallen. So, bevor ich diesen Sprung jetzt nochmal verkacke, speichere ich hier nochmal. Weil wir wissen ja, dass ich gerne mal Sprung verkacke. Nee, aussammeln, nicht einfach nur weglaufen. Da ist nichts mehr, wie es aussieht. Ich könnte hier noch hinklettern. Was habe ich davon? Okay, ich könnte anscheinend nicht hinklettern. Doch, kann ich. Habe ich davon irgendwas? Man auch auf, dass ich hier irgendwie raus könnte, oder? Ja, man kann jetzt einfach komplett festhalten und ist dann auch da, wo man ist. Das ist cool gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt hier bringt. Also so gar nicht. Man kann nicht rückwärts klettern, schade. Da wäre auch eine relativ komische Bewegung, aber schade, dass es nicht geht. Dann klettern wir erstmal durch den Gang und gucken mal, wo uns hinführt. Okay, das war sehr knapp. Weil Lara wollte ja auch durchgehen. Hat gesagt, yo, hier, so kannst du dich ducken. Ja, ich finde, das hätte man irgendwie besser kennzeichnen können, als das hier Tutorial sein soll. Weil das hätte ich mir komplett sparen können. Ja, klar, da hättest du nicht ein paar Items verloren. To use the lever switch, stand next to the switch. And press action. Oh oh. Jetzt ist es zu. Ich glaube, wir können Gabelstapler fahren. Oder ist auch nur Deko oder so. Ja, aber cool, wenn wir Gabelstapler fahren könnten. Okay, wir können runter. Und wir gehen hier hoch. Gehen wir erstmal hier hoch. Schön hell hier, dass ich auch ein bisschen was erkennen kann. Okay, ich habe irgendwie erwartet, dass das ein locker schaffbarer Sprung ist, aber was anscheinend nicht. Kann ich hier einfach den hier machen? Ja klar. Geht natürlich. To swim. Jump into the water. Use action to swim forward and the directions to steer. Ich muss doch gar nicht Action drücken, ich muss springen drücken. Und dann zu tauchen. Okay, da unten ist was. Ist natürlich nur die Frage, ob hier noch was anderes war vorher. Ich finde es gerade irgendwie komisch, dass es so viele Wege gibt. Aber ist das hier jetzt wirklich nur Tutorial oder hat das hier auch irgendwie einen tieferen Sinn, was ich hier mache? Also wenn es nur Tutorial ist, dann hätte es mir auch sparen können tatsächlich. Und hier gibt es auch noch den Weg runter, oder? Der ist wahrscheinlich abgesperrt, ne? Natürlich ist er abgesperrt.
Ich hätte nicht vorher drauf kommen können, da mal reinzugucken. Ich glaube, ich habe es sogar schon gesehen gehabt. Ich habe es einfach ignoriert. Kann ich jetzt mal so hochklettern einfach? Nein, schade. Das war nicht mein Plan. So, dann einmal hier durch. Und wieder runter. Was haben wir denn jetzt Schönes vor uns? Eine Kante, an der ich mich wieder festhänge. Also, das ist meine Schuld. Ich habe mich einfach scheiße gesteuert. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Erstmal oben oder erstmal unten? Wir sollen gucken, erstmal hier oben hin. Wenn es hier aussieht, als würde es weitergehen. Ja, okay. Sie sagt mir, ich soll da rausgehen. Dann gucken wir erstmal nach hier unten. Vielleicht gibt es hier auch ein schönes Secret oder sowas. Vielleicht kein Secret, aber irgendwie. Ein paar Goodies wenigstens. Ja, okay, das fühle ich. Schrotflintenmunition. Revolvermunition. Aber bisher haben wir noch kein relevantes Item hier gefunden. Also ich glaube, das hätten wir komplett skippen können. Hätten wir nur ein bisschen Zeug verpasst, was wir vermutlich sowieso nicht brauchen. Weil ich glaube, in Tomb Raider 4 hatte ich so viel Quatsch am Ende. Gleich hätte das alles verschießen können, aber ich hatte halt so viel Munition und manche Waffen habe ich gar nicht benutzt, wie zum Beispiel Granatwerfer habe ich glaube ich einmal benutzt, weil ich auswendig drauf gekommen bin. Warte mal, der Ausgang der war nicht hier, hier sind wir hergekommen. Das heißt, der war hier. Weil in Rom waren wir auch schon in Tomb Raider, ach Gott, 2? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, sind wir hier. Ah, okay, sind wir hier. Wir verstehen. To walk the tightrope, walk up to the rope and press action. Push forward. If you unbalance, push in the opposite direction to correct. Okay, das ist neu. Wenn man das Gleichgewicht verliert, soll man in die andere Richtung drücken, um zu korrigieren, aber irgendwie macht sie das gerade ziemlich perfekt. Okay. Das ist ein komplett nutzloses Feature, das fühle ich gar nicht. Das ist halt wirklich komplett dumm. Also, es ist ja richtig, richtig dumm. Also, ich finde das Feature ganz cool, aber es ist halt irgendwie so extremst langsam. Kann ich mir was hier rausnehmen? Hä? Was mache ich hier? Okay, anscheinend kann ich diesen Scheiß hier durchsuchen. Das ist ja dumm. Das hätte mir Lara auch gerade mal sagen können. Das wäre halt echt hilfreich gewesen, das zu wissen. Und die Waffen hören sich anders an. Die haben so ein bisschen dumpferen Klang, finde ich. Okay, sind wir wieder ganz am Anfang? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine ja. Ja doch, hier ist der Trainingskurs. Na, und ich bin da auf diese Kisten. Okay, gut. Haben wir es gemacht. Schönes Tutorial. Auch wenn es irgendwie komisch integriert ist. Also, ich habe es mit Opera Backstage nicht erwartet, dass, dass das Trainingslevel ist. Und hier kann ich aber wieder zurücklaufen, ne? Also hier würde ich auch wieder in die anderen Räume reinkommen. Tippe ich mal. Ja. Aber brauchen wir nicht, denn wir haben ja eigentlich alles geholt, was wir hier holen konnten. So, wir haben jetzt
einen Schalter aktiviert und einen mit einer Fledermaus. Das ist halt echt zum Kotzen, dass man da wenigstens gegen machen kann. Vielleicht helfen gegen die doch irgendwelche Lampen. Bei den Käfern hat es irgendwie nicht geklappt. So, hier waren wir. Also hier sind wir gestartet. Das haben wir gemacht. Hier links. Part ist vorbei, aber ich will hier nochmal kurz links gucken, was es hier ist. Okay, hier war nichts und hier komme ich dann in diesen Bereich. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.